So, mein Lieber, sind wir wieder da. Malte, schön, dass du da bist. Ja, Rest vom Team dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Heute machen wir mal was Besonderes. Ja, heute machen wir mal was nicht mehr so ganz Alltägliches. Früher war das ein Klassiker. In Frankreich ist das ein Klassiker. Fast in jedem zweiten Restaurant kriegt er das. Wir machen euch heute mal ein Stück aus dem Zwerchfell. Und dazu zeige ich euch mal das Anglais auf Französisch. Oder ich zeige euch das mal in Deutsch. Das heißt nämlich Nierenzapfen. Ria, bringst du mir bitte mal den Nierenzapfen? Super. Ja, klar. Schön. Hi, Gerhard. Geil. Salut. Super. Das ist der. Fast vergessen, gell? Extra super. Für euch. Das ist der Nierenzapfen. Und das übrigens mal hier. Da haben wir es her. Scotland Hills. Ja, das ist so eine richtig nachhaltige, geile Produktion. Die Jungs, die wissen wirklich, wie es funktioniert. Das macht richtig Spaß. Aber zuerst mal machen wir jetzt schnell miteinander eine italienische Salsa, ja. Mhm. Und du, liebe Ria, du stellst das wieder kalt, ja. Si. Und dann passt es. So, Malte, wir brauchen für unsere Salsa nichts anderes wie eine frische Blattpetersilie, ja. Wir brauchen ein kleines bisschen Minze, ja. Und wie du hier siehst, haben wir hier ein paar Oliven und eine ganze ordentliche Menge Kapern, ja. Dann hier ein Aceto Bianco, Balsamico Bianco, kommt natürlich vom Theo hier aus der Ecke. Ein bisschen frisch gepresster Orangensaft, ein Olivenöl und wir dürfen nicht vergessen, die zwei Sardelle und ein bisschen Knoblauch. Und ganz am Schluss Salz, Pfeffer und ein kleines bisschen Cayennepfeffer, um dem Ganze ein bisschen Struktur zu geben. Am besten ist es, wenn ihr das zubereitet in so einem Mörser hier. Aber ich sag's euch gleich, das ist ein bisschen Trainingsprogramm. Dazu schneidet ihr die Sache ein bisschen klein, alles rein. Und dann stampft er erstmal und dann rührt er und rührt er, bis er die Konsistenz habt. Und dann ist es perfekt. Der perfekte Italiener würde euch danken dafür. Malte, siehst du? Das passt. So hätte ich es gern. Und jetzt habt ihr hier den Nierenzapfen. Und wie ihr hier schon seht, das sind zwei Teile, oder? Ich habe das Größte schon weggeschnitten, wegpariert, weißt, Fett und Sehne. Ja. Ja. Und wenn man da noch sowas dran hat wie das hier, das müsst ihr rausmachen. Ja. Gucke, dass das Messer scharf ist. Dann okay. So unter drunter, leicht anhebe. Und dann gerade so nach hinten wegziehe. Dann haben wir nicht ganz so viel Fleisch, was fehlt. Und jetzt siehst du da die Sehne, oder? Ja. Siehst du es? Ja. Geht die ganz durch? Und jetzt fahre ich gerade mal hier entlang und dann könnt ihr lösen. Ja. Und siehst du, jetzt geht es schon auf hier. Ja. Ja. Und die müssen wir nachher rausnehmen. Aber wenn ihr da mal ein schönes Video sehen wollt, wie man das perfekt macht, dann könnt ihr bei meinem Kollegen, bei der Metzgerei David, ja, der hat da super schöne Videos, ja. Und der ist ja nicht wie ich, nur Koch und halber Metzger, der ist ein ganzer Metzger. Der weiß, wie es funktioniert. Ja. Und das hier auf keinen Fall wegschmeißen. Ja. Gibt es Soßeansatz? Das gibt einen wunderbaren Soßeansatz. Ja. Und jetzt schneidet man sich das schön zu. Ja. Dann haben wir einmal. Dann gehen wir zu der Seite hier. Und lieber ein bisschen großzügiger sein, weißt, beim Wegtrimmen. Und dann passt es und was Schönes davon machen. Und hier, Malte, wenn du mal hier hinguckst, da siehst du, hier laufen die Fasern. Das heißt, wenn man das aufschneidet, schneidet man es nicht so, schon gar nicht so, sondern man schneidet es nachher so auf, quer zur Faser. Und dann ist es perfekt. Grill habe ich vorbereitet. Im Rezept habe ich euch geschrieben, so 260 bis 290 Grad. Wenn es ein bisschen drüber ist, ist auch nicht schlimm. Aber so 260 sollte man brauchen, dass man ein gutes Röstaroma kriegt. Ja. Also, Malte, jetzt lassen wir das hier runterfallen, bis wir maximal auf 140 Grad sind. Die Hitze kommt dann von der Seite und dann habt ihr hier unten maximal 100, 120 Grad. Und dann bewegt ihr euch in der sogenannten Niedertemperaturphase. Die hat den mega, mega großen Vorteil, dass ihr nicht das Problem habt, dass ihr es nach dem Grill Ruhe lassen müsst. Und Ria, weiter geht's. He? Das Einzige, was jetzt gerade ein bisschen frustriert ist, das ist das Wetter. Gell? Jetzt regnet es, ja. Ab und zu regnet es halt. Und jetzt gucken wir mal, was hier passiert ist. Ja. Malte, komm mal näher.
Unser Fleisch hat jetzt in der Niedertemperaturzone gegart. Du hast gesehen, ich habe gezogen und hier läuft nichts raus. Ja? Dann nehmen wir das Ganze mal raus. Bringe das aufs Brett. Dann werden wir das Ganze salzen. Dazu nehme ich mein Fichtenrauchsalz. Ich konzentriere dich, nein, nicht Nusret, sondern für Erwachsene, die Bauchsalzlösung. Und dann passt es. Klein bisschen Pfeffer. Schneiden wir mal ein paar Scheiben runter. Butterzart. Und schau mal hier, Malte. Ja? Perfekt, oder? Dann nehmen wir das gerade rüber auf den Teller. So. Und dann garnieren wir das Ganze mit unserer wunderbaren Salsa. Also das ist so saftig, eigentlich brauchst du gar keine Soße. Und da habe ich hier noch, das kennst du, oder? Mhm. Das ist von der Hela. Mistura, Tomat mit Olive. Ja. Hat so einen schönen Crunch. Ja. Und das ist ein ehrliches, sauberes Produkt. Zufrieden? Geil. Malte, das Team hinten dran, ich bedanke mich. Und euch da draußen wünsche ich viel Spaß beim Nachmachen. Traut euch, macht Anglais, sprich Nierenzapfe. Und ihr werdet es nicht bereuen. Ja? Mit der geile Salsa, perfektes Produkt. Grillt doch einfach. Bis nächstes Mal. Ciao. Ciao.